Was sind die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren beim Verkauf von Produkten im Internet? Das erfahren Sie in diesem Video. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Lachmann-Anke. Ich bin Geschäftsführer der 3D-Agentur Visualtektor. Und ich zeige Ihnen heute am Beispiel eines Projektes, was wir für einen Kunden umgesetzt haben, was die drei wichtigsten Faktoren sind, die Sie beachten sollten, wenn Sie im Internet Produkte verkaufen wollen. Im Grunde ist das Verkaufen im Internet nichts anderes als das Verkaufen in einer Einkaufspassage oder in einem Ladengeschäft. Weil letzten Endes sind die Kunden immer dieselben. Ganz normale Menschen wie Sie und ich. Und wenn man das verstanden hat, dann muss man nur noch den kleinen Schritt tun und sich in einen Kunden hineinversetzen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was ist denn wirklich für einen Kunden wichtig und welche drei Dinge sind notwendig, damit dieser Kunde letzten Endes ein Produkt bei Ihnen kauft. So, und gehen wir doch einfach mal mit dem Kunden am Wochenende, am Samstag einfach mal einkaufen. Gehen wir mal shoppen. Ja, was passiert? Wir fahren in die Innenstadt, die Sonne scheint, wie sie jetzt auch scheint, und wir schlendern durch die Einkaufspassage. Und bei diesem Schlendern, das ist ein Prozess, der Inspiration dient, aber auch der Information dient, wo sich ein potenzieller Kunde, also er weiß vielleicht noch gar nicht, dass er jetzt unbedingt dieses Produkt kaufen möchte, aber eben auch schon ein vorinformierter Kunde, jemand, der schon aus einem ganz bestimmten Grund in die Innenstadt gekommen ist, um etwas ganz Bestimmtes zu kaufen, sich erstmal inspirieren lässt und erstmal Angebote vergleicht. Und zwar jetzt ohne auf Punkt und Komma zu achten, sondern einfach ein bisschen Inspiration und Eingebung sucht. Ja? Das heißt, der erste wichtigste Punkt ist Inspiration. Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, sich auf Ihrer Internetseite neben technischen, allgemeinen und bildlichen Informationen einfach eine gewisse Inspiration zu holen. Zeigen Sie ihnen nicht nur das Produkt, sondern zeigen Sie ihnen die Lösung, die er mit diesem Produkt erhält. Ja? Und das am besten in verschiedenen Varianten. Hat sich der Kunde dann für ein, zwei Läden entschieden, beginnt tatsächlich das Vergleichen der einzelnen Produkte und er sucht in erster Linie Hilfe. Ja? Also als Kunde bin ich in erster Linie auch Laie. Ja, das ist speziell im B2C-Bereich, also im Business-to-Consumer-Bereich, ist der Consumer meistens der Laie. Also er hat nicht viel Ahnung oder zumindest hat er nicht das Wissen, was ein Fachhändler beispielsweise mitbringt. Also sucht der Kunde erstmal kompetente Fachberatung. Er lässt sich also beraten. Und ein guter Verkäufer und ein guter Berater, die stellen die richtigen Fragen. Ja? Und die richtigen Fragen, das ist oft, das fällt uns sehr, sehr stark auf als Agentur, die wir ja im Internet halt genau solche Lösungen entwickeln und entwerfen, dass Fachhändler oft im Detail sich verlieren. Ja? Also es geht oft um die Fragen, was unterscheidet uns denn von dem anderen und wie viel Millimeter können wir hier besser als die anderen das machen. Aber das sind nicht die Dinge, die den Kunden interessiert, sondern den Kunden interessiert erstmal in erster Linie der Nutzen und den Kunden, der möchte erstmal wissen, ob denn der Verkäufer oder Berater, ob er kompetent ist. Und wie erfährt ein Kunde, der eigentlich ein Laie ist, ob der Verkäufer kompetent ist? Da gibt es eine ganz einfache Regel. Und zwar, indem er die richtigen Fragen stellt. Wenn der Verkäufer eine Frage stellt, die exakt das Problem beschreibt, was der Kunde gerade hat, ja, dann zeigt er damit, dass er den Kunden versteht und dass er sich in den Kunden hineinversetzen kann. Und das genau ist der Schlüsselmoment, in dem eine gewisse Kompetenz auf den Verkäufer übergeht. Aha, er versteht, was mein Problem ist, also traue ich ihm es auch zu lösen. Ja? Das ist ein ganz einfacher Schritt. Das heißt, also es muss eine Beratung stattfinden, das ist jetzt der Tipp Nummer 2, die aus Sicht des Kunden geschieht. Ja? Die Sichtweise des Kunden einnehmen, was ist denn dein Problem? Und übrigens, wir lösen die und die Probleme. Aha,
du bist der richtige Kunde für uns. Und aus Sicht des Kunden, du bist der richtige Händler für uns. So, und das Dritte ist natürlich, es muss die Möglichkeit geben, neben der Information und der Inspiration, nachdem ich mich also informiert, inspiriert habe und beraten lassen habe, idealerweise über einen Online-Berater, also einen Konfigurator oder einen 3D-Planer beispielsweise, nicht nur beraten, sondern indem ich schon auf spielerische Art und Weise mir mein persönliches Produkt, das das Problem in meinem speziellen Fall am besten löst, mir schon konfiguriert habe, schon zusammengestellt habe. Und das ist der Tipp Nummer 3. Geben Sie den Kunden die Macht, ein Stück weit die Macht, selbst die Produkte, die Varianten, Farben, Form, Größe, aber eben auch zum Beispiel Kombinationen, die Sie vielleicht als Händler nicht unbedingt empfehlen würden, aber der Kunde möchte es in dem Augenblick, dann geben Sie ihm die Möglichkeit, das zu machen und geben Sie ihm danach auch die Möglichkeit, drüber nachzudenken. Also sprich, hat der Kunde sein Produkt konfiguriert, beispielsweise in einer bestimmten Farbe, geben Sie ihm die Möglichkeit, dieses konfigurierte Produkt auch herunterzuladen auf den Computer oder mit Freunden zu teilen und zu besprechen, ja, so dass er sich auch noch etwas mehr Sicherheit holen kann, ob denn die Entscheidung richtig war, ja, denn nicht alles, was mir ein Fachhändler sagt, glaube ich auf den ersten Blick, weil der möchte ja nur verkaufen, also das ist zumindest so oft die allgemeine Meinung, ne? Also hole ich mir Sicherheit in der Familie oder bei Freunden und dafür muss es die Möglichkeit geben, sich das Ganze nochmal zu überlegen, also in einer Form von zum Beispiel in einer PDF, wo man nochmal ein Bild sieht, wo man das Produkt nochmal beschrieben sieht und vielleicht eben auch mit der Möglichkeit, dass man es teilen kann in sozialen Netzwerk wie Facebook beispielsweise und sich nochmal Rat von Freunden holen kann. Was sagt ihr denn dazu? Sind denn die Schuhe oder ist denn beispielsweise der Schrank, würdet ihr das auch so machen oder was habe ich vergessen? Ja. So, jetzt möchte ich Ihnen gerne noch das versprochene Beispiel zeigen von unserem Kunden Brückmann Traumkarten. Wie Sie hier sehen, auf seiner Startseite sind bereits einige Konfiguratoren zu sehen, mit denen diverse Produkte verkauft werden. Unter anderem eben hier der neueste Konfigurator von einem Müllbox-System. Klingt jetzt nicht gerade sehr spannend, ist aber eben ein wichtiges Thema für viele Hausbesitzer oder eben Eigentümergemeinschaften, die nicht wollen, dass ihre Müllcontainer da einfach so auf der Straße rumstehen. Und dafür gibt es eben jetzt einen Konfigurator, mit dem diese drei von mir angesprochenen wichtigen Dinge, nämlich einmal die Freiheit zu konfigurieren, das Ganze, die Inspiration sich zu holen und eine kompetente Online-Beratung, die auf spielerische Art und Weise den Kunden auch mitnimmt und ihm trotzdem die Freiheit gibt, eben die eigenen Entscheidungen zu treffen. So, die Startseite zeigt erstmal drei verschiedene Möglichkeiten, in die Konfiguration einzusteigen. Entweder man konfiguriert das erste Mal, dann hat man hier die Möglichkeit, sich zumindest mal auszusuchen, welche Anzahl an Boxen man konfigurieren möchte. Oder man war bereits einmal da, das ist diese Möglichkeit 3, nämlich dass man dem Kunden Zeit gibt, sich das Ganze nochmal zu überlegen oder bei Freunden nochmal Rücksprache zu halten. Dafür gibt es dann einen Code am Ende der Konfiguration. Wenn man den hier einfügt, kann man genau an dieser Stelle weitermachen, weiter konfigurieren. Oder eben man ist beispielsweise eine Hausverwaltung und hat öfters mal dieses Problem, dass man die Müllcontainer nett umpacken will oder verkleiden will und loggt sich dann hier mit seinem Konto ein und kann mit einer alten Konfiguration fortfahren. So, aber wir beginnen einfach mal hier mit einer neuen Konfiguration, klicken auf drei Boxen und das erste, was passiert, ich sehe erstmal in einem 3D-Fenster einen Vorschlag. Das ist mit Sicherheit nicht der Vorschlag, den ich mir vorstelle, aber zumindest Thema Inspiration. Ich sehe erstmal, dass etwas da ist und kann schon mal anfangen, zumindest ein wenig rumzuspielen. Eine kleine Eigenheit hier,
Sobald ich auf eine der Türen oder eine der Klappen klicke, geht die auch auf bzw. wieder zu, sodass ich mich auch mal innerhalb der Box orientieren kann und mir das mal ansehen kann. So, jetzt kommen wir zu unseren drei Themen. Das erste Thema ist die Inspiration. Das finden wir hier auf der rechten Seite. Das heißt, unser Kunde Brückmann Traumgarten hat schon viele verschiedene Boxsysteme, die halt aus Erfahrungswerten ziemlich oft konfiguriert werden, in einer Vorauswahl zur Verfügung gestellt, direkt mit einem kleinen Preis versehen, und die kann sich der Kunde hier per Drag and Drop einfach hineinziehen. Wird nochmal kurz gefragt, ob er das denn wirklich machen will, weil alle Änderungen verloren gehen, und sie dann eben auf sehr einfache Art und Weise bereits das fertige Produkt und bereits schon vordesignt, vorkonfiguriert. Hat er sich für eines dieser Varianten entschieden, hat sich inspiriert, dann kommt das eigentliche Konfigurieren. Das heißt, er möchte sich sein eigenes Produkt zusammenstellen. Ja, das ist diese Freiheit, die ich vor uns angedeutet habe, also die Macht, das Produkt selbst zu verändern. Und das kann er dann hier unten mit diversen Button machen. Zum Beispiel kann er eben die Richtung der Tür selbst bestimmen. Geht es nach rechts oder geht es nach links auf? Beispielsweise hier. Oder er kann ein anderes Design sich zusammenstellen nach freiem Belieben. Und wenn etwas mal nicht funktioniert, dann gibt es auch einen Hinweis, das ist eben genau der Punkt, es ist ein Online-Berater. Das heißt, in dem Fall wird für das Produktset ein überflüssiges Element gekauft, und darauf wird eben hingewiesen. Und ja, so kann sich der Kunde halt seine eigenen individuellen Vorstellungen verwirklichen von so einem System. Ist natürlich jetzt hier etwas etwas nicht gerade so kreativ, aber das ist die vorher beschriebene Freiheit, die der Kunde sich eben nehmen kann, Dinge zu tun, die vielleicht nicht ganz so sinnvoll sind. Was immer ein großes Thema ist, ist die Vorstellungskraft der Kunden. Jetzt ist ja dieses konfigurierte System auf einem grauen Hintergrund. Man kann zwar rein- und rauszoomen, sich das von allen Seiten ansehen, aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus am Ende des Tages bei mir vor der Haustür? Und dafür gibt es hier eine kleine Möglichkeit. Man kann nämlich ein Hintergrundbild reinladen. Ja, das heißt, man macht ein Foto von seinem Haus und lädt dann, oder von der Ecke, in der die Container halt stehen, und lädt dann das entsprechende Bild hier hoch und dreht sich dann das gerade eben konfigurierte Produkt in die richtige Richtung und versucht es dann in die Situation einzupassen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, aber es ist für viele Menschen wichtig, weil die Vorstellungskraft eben nicht so weit reicht, dass man sich das Ganze jetzt in die richtige Situation vorstellen kann. Und vor allen Dingen, man kann nochmal Farben und so weiter vergleichen. So, und die dritte und letzte und meiner Meinung nach auch wichtigste Möglichkeit ist, dass man sich die Zeit nochmal nehmen kann, darüber nachzudenken oder es gegebenenfalls seiner Familie, Freunden zu zeigen, ist die Möglichkeit, das Ganze hier zu teilen auf Facebook oder Pinterest oder eben als PDF auszudrucken. Und das, da passieren zwei ganz nette Dinge. Zum einen habe ich nochmal einen Überblick über das, was ich mir da gerade zusammen konfiguriert habe, sehe nochmal den Preis, kriege meinen Code, mit dem ich später weitermachen kann, der auch direkt verlinkt ist. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, komme ich direkt wieder auf die Internetseite, auf den Konfigurator, der dann genau an dieser Stelle weiter bedient werden kann. Und ich habe eine Übersicht, was denn für Einzelteile ich da jetzt genau kaufe, inklusive aller Hinweise zur Holzpflege und Pflanzenschalen und so weiter. Alles, was sein muss. Aber jetzt passiert auch noch eine zweite Sache, nämlich dieses PDF liegt da jetzt bei mir und in meinem Ordner Downloads. Ja, bei jemand anders liegt das dann auf dem Desktop. Und somit habe ich auch nach der Konfiguration, nach dem Verlassen der Internetseite, immer noch etwas, was ich zu Hause bei mir letzten Endes in meinem Reich niedergelegt habe und wo ich später wieder drauf zurückgreifen kann.
Ja. So, das sind im Grunde die drei wichtigen Dinge, die Sie beachten sollten, wenn Sie einen Online-Berater, also Beratung, die sonst ein Verkäufer oder ein Händler im Geschäft oder beim Kunden direkt vor Ort vorgenommen hat, wenn Sie das im Internet abbilden wollen, worauf Sie unbedingt achten müssen, damit das Ganze erfolgreich wird. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Wenn Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns jederzeit gerne. Wir sind unter wirtschaftswunder-now.de erreichbar. Dort finden Sie auch weitere Videos, die Ihnen helfen werden, im Internet erfolgreich Produkte zu verkaufen. Und dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns über jede Anfrage und freuen uns auch, wenn Sie uns kontaktieren. Vielen Dank und schönen Tag noch.